Das ist alles so kompliziert hier. Was ist los? Wahrscheinlich ist es voll einfach, ne? So, Bestellung ist da. Jetzt habe ich hier kaufen. Okay, einmalig. Jetzt sehe ich das erst. Guck mal hier. Guck mal hier. Nicht da. Hier. Wenn du hier auf einmalig, also wenn du eine einmalige Lieferung machst, dann kaufst du diese Menge. Wenn der aber immer wieder kommt, dann anscheinend Ziel ist dann bis da. Also können wir rein theoretisch doch immer eine regelmäßige Bestellung machen, oder? So, denke auch. Dann hast du am Ende 700 im Lager. Nee, er bestellt nicht. Okay, aber er berechnet es trotzdem mal auf den Mindestbestellwert. Okay. Also ich würde das jetzt alle 7 Tage wiederholen. Dann kriegen wir alle 7 Tage automatisch eine Lieferung, bis wir dieses Ziel hier erreicht haben. Das ist ja mehr, als wir eigentlich verbrauchen. Ich mache das jetzt, ja? Also wenn ich das jetzt mache, dann füllt er mir in 7 Tagen auf, bis ich so viel im Lager habe. Richtig? Lieferung ist ja durchgegangen. Es wird ja alles geliefert. Aber laufe ich da nicht trotzdem Gefahr, dass ich dann von irgendwas zu viel nachher habe? Wobei, nee, wenn ich ja genug Platz habe, dann nicht, ne? Nee, stimmt. Ah, okay. Also der Mindestbestellwert gilt trotzdem gut. Ich habe ja ungefähr... Also müsste ich rein theoretisch, wenn ich safe sein will, wenn ich jetzt nach 7 Tagen den Mindestbestellwert nicht erreiche, dann liefert der nicht, aber dann laufe ich Gefahr, dass mein Lager leer wird bei 7 Tagen, richtig? Das heißt, wenn ich auf 1 Tag bestelle, dann liefert der erst, wenn das Lager quasi so weit leer ist, dass der Mindestbestellwert erreicht ist. Richtig? Richtig. Also stelle ich am besten auf 1 Tag und lasse die Menge erstmal so drinne. Ich mache das mal. Okay. Bestellen. Alle 1 Tag. Ja, guck mal, jetzt steht hier auch Gesamt 0. Das heißt, er liefert auch nicht. Tag 81 um 0 Uhr. Weil der hat ja gerade alles voll gemacht. Ah, okay, cool. Ja, gut zu wissen. Das muss er erstmal wissen. Warte, darauf trinke ich erstmal was. Puh. Anstrengend um die Uhrzeit. Jetzt habe ich nichts zu trinken mehr. Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal eine Pause machen. Damit ich mal was zu trinken holen kann. Und vielleicht, damit ich meinen Burger noch fressen kann. Also jetzt brauche ich mich um die Lieferung auch nicht mehr kümmern. Außer Tüten. Tüten muss ich noch machen. Okay, dann fahren wir jetzt erstmal ins Manhattan Luxury Cars. Das ist gar nicht so weit weg. Guck mal, vorne steht zufällig so ein Luxury Car oder Luxury Car. Richtig, also laut dem hier. Warte, ich zeig das nochmal. Wenn du jetzt hier guckst, Einkäufer. Laut dem hier. Also ich habe jetzt alle 1 Tag wiederholen. Das heißt, er müsste jetzt um 0 Uhr wieder. Entschuldigung, um 0 Uhr wieder liefern. Aber da er ja gerade alles voll gemacht hat mit dieser Menge, liefert er halt nicht. Deswegen steht hier Gesamt 0. So verstehe ich das. Und, oh, Patrick. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank für dein Abo. Super geil. Geiler Typ. Nice. Ich freue mich da echt drüber. Super. Vielen Dank. So, also wie gesagt, laut dem hier liefert er jetzt nicht. Das heißt, ich kann quasi auch jeden Tag gucken. Das heißt, morgen müsste hier vielleicht schon ein höherer Wert stehen, aber noch nicht der Mindestbestellwert. Alter, Mitchie ist schon spät, ne? Was ist los?
Im Alger Kosiant. Was? Im Lager Konstant, meinst du was? Was für Steuern? Liefert erst ab dem Wert, wo es angegeben ist. Jawohl. Ja, Patrick, du bist übrigens Nummer 3. Abo-technisch. Autokorrektur. Ah, sitzt am Handy, sagst du, ja? Aber dir, ich habe zum Glück noch keine Steuermeldung. Ich glaube, die kriegen wir erst. Ich glaube, die Steuermeldung kriegst du erst, wenn du den Personalmanager eingestellt hast, ne? Meine ich? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber wir sind schon bei Tag 80, ich bin ja noch nicht so weit. 60 Tage? Nee, ich bin bei Tag 80, mein Junge. Guck mal hier oben. Ich bin bei Tag 80. Da, der nächste sagt 120. Nee, ich glaube, das ist abhängig, wie weit du im Tutorial bist. Wir sind ja immer noch im Tutorial. Das Spiel erklärt uns ja noch alles. Und ich meine, das kommt irgendwie nach dem Personalmanager irgendwann. Und so weit waren wir noch nicht. Also Personalleiter, weil wir haben noch keinen, wie du siehst. Wir haben bis jetzt einen Logistikmanager und einen Einkäufer. Und mehr nicht. Also wir haben noch keinen Personalleiter oder so. Ich meine, das kommt danach. Ach so, du bist bei 120. Ah, okay. Aber war das deine erste Steuermeldung? Ich will gar nicht wissen. Ich habe gehört, als ich das bei Gronkh damals geguckt habe, habe ich gehört, also er musste, glaube ich, irgendwie 3000 oder so zahlen. Aber da war auch irgendwie ein Zuschauer dabei bei ihm. Der sagte irgendwie, seine erste Steuermeldung war, glaube ich, irgendwie 60.000 oder so. Alter, wenn ich jetzt 60.000 zahlen müsste, dann wäre ich am Arsch. Dann wär bei mir schon wieder Game Over und Pleite. Aber man hat 60 Tage, glaube ich, Zeit. Oder ich glaube, das waren 60 Tage Zeit, um das zu bezahlen, ne? Boah, Alter, jetzt übertreibt man nicht. Ich kann nicht so schnell lesen. Ich muss auch noch spielen nebenbei. Ich nehme ja nebenbei noch für YouTube auf, ne? So, einmal falsch rum in den Kreisverkehr. So, wie sich das gehört. Wie so ein Psycho. So, hier ist der Laden. Wollen wir nochmal reingucken. Oh, er sieht schon sehr edel aus, auf jeden Fall. So, ich parke mal eben hier meine Mühle. Bin gerade 22. Da hatte ich die zweite. Jo. 1,7 Millionen. Alter, was? Die erste. Wie viel musst du zahlen? 20. Meine erste Steuer war 9,3 Millionen. Alter, wie schafft ihr das? Ist das auch vom Schwierigkeitsgrad abhängig? 20 Tage Zeit. Okay, 9,3, 1,7 Millionen. Ich glaube, weil ihr habt, glaube ich, mehr Geld auf dem Konto, oder? Zu der Zeit, kann das sein? Ja, siehst du, 2 Millionen am Tag. Dann ist das was anderes. Guck mal, was ich hier für ein Bob bin, Alter. Darf ich, welche Schwierigkeit gerade spielt ihr? Oha. Ja gut, das Konto abhängig. Gut, dann geht das ja. Gronkh hatte, glaube ich, auch nicht so viel auf dem Konto. Und wenn das Finanzamt jetzt zu mir kommt, die geben mir eher doch Geld. Auf schwer. Ui, okay. Sandbox? Sandbox gibt keinen Schwierigkeitsgrad. So wie es eingestellt war, nur ohne Schlafen. Also leicht. Leicht ist Default-Einstellung, glaube ich. Meine ich. Ja. Ich sag mal, bei mir geht es ja jetzt auch. Wo ich die Logistik habe. Bin halt nicht der Schlauste hier. Entschuldigung. Kann ja auch nichts dafür, dass ich dumm bin. Ich sag das immer wieder. So, was haben wir denn hier jetzt alles Schönes? Ah, oh, das wäre genau mein Auto. Das ist genau mein Auto. Das ist genau mein Auto. Ein Ford Pony. Nein, Mann, Ford Mustang, Alter, was ist los? 187, leck mich am Arsch. Das soll wahrscheinlich ein Maserati sein. 220, na süß. Nee, ach nee, ein Mercedes S5. Das ist ein Mercedes. AMG. AMG GT. Mercedes AMG GT. Das ist ein S500. Oh, das ist aber billig für ein S500. 95.000. Ist ja nix. Auch S500. Was ist das hier? Petrols Fenton. Boah, warte. Ja, habe ich auch gerade Kraft. Ich sage ja, es ist spät. Ich sitze seit über 12 Stunden hier. Man möge es mir verzeihen, wenn mein Gehirn nicht mehr so auf Zack ist jetzt. Bitte. Vor allem nach dem heutigen Tag. Ich muss dazu sagen, heute ist mein erster Tag als Affiliate. Und 3 Abos ist echt ein geiler Schnitt. Ich finde das super geil, deswegen, ne? Kleidungsgeschäft und ich bin reich. Ja, du bist ein bisschen mehr Geld, dann können wir das durchaus. 720. Ach, ein Petrols Fenton. Das ist ein Rolls-Royce, ne? Das
Das ist ein Rolls-Royce. Oder ein Rolls-Royce? Ein Rolls-Royce? Ein Roll-Royce. Das ist einfach ein Roll-Royce. Anselmo AF90. Anselmo. Das klingt wie Anselmo. Das ist auf alle Fälle ein. Ja, Ferdinand. Ein Ferdinand Porsche. Ein 112er. Anselmo. Ist das ein Ferrari? Oder ein Lambo. Könnte auch sein, ne? So, die Schub. Alter, die mache ich jetzt schon dicht. Was kostet das Ding? 65. Auch gut. Tankvolumen 110. Fracht 18. Wow. Eins davon. Okay, Kleidungsgeschäft. Dann brauche ich aber auch noch einen Einkäufer. Frachtkapazität 3, ist ja lächerlich, Alter. Gibt's auch VW Passat? Ich frage für einen Freund. Das müsste BMW sein, ne? Beamer. 48.000. Ja, so eine billige Ranzkarre hier. Das müsste BMW sein, oder? Beamer? Oder Audi? Nee. Beamer ist, glaube ich, BMW, ne? Ja, das sind ja Preise, oder wird ja ein bisschen schwindelig bei. Wo geht's hier raus? Ich muss hier raus. Ich habe das Gefühl, mir läuft gerade das Geld aus der Tasche, wenn ich hier rumstehe. Klamottengeschäft, okay. Merke ich mir. Müssen wir mal einen Angriff nehmen. Aber weil das bei dir so gut läuft, heißt das ja nicht, dass das bei mir auch so gut läuft, ne? Ich verkacke das wahrscheinlich wieder, volles Matt. Ich kenne mich ja. Wimmer, Benz, oh Bentley, okay. Auch 4 Einkäufer, ja, ich weiß, wegen, es gibt 4 Logistikunternehmen. Deswegen brauche ich 4 Einkäufer, um alles abzudecken. Im Moment brauche ich aber erstmal nur einen, weil ich habe nur, glücklicherweise, aus Versehen, habe ich ja meinen Geschenkeladen in ein Café umgewandelt. Deswegen reicht mir zum Glück ein Einkäufer für 2 Geschäfte, weil beides Lebensmittel sind. Und das Tutorial haben wir trotzdem, trotz allem auch überlistet. Glücklicherweise. Also, easy. Also als nächstes würde ich dann... Ich habe schon überlegt, wieder einen Geschenkeladen aufzumachen, aber ich glaube, dann machen wir als nächstes mal den Tipp von Patrick beherzigen. Und machen ein Kleidungsgeschäft auf. Aber noch nicht. Jetzt will ich erstmal Geld verdienen, bevor ich jetzt weiter Geld ausgebe. Aber ich muss nämlich noch 4 Kredite oder 5 Kredite abbezahlen. Wo wohne ich denn jetzt? Hier, ne? War das richtig? Nee, das sieht... Ah, Mist, das war einer zu weit. Ich muss einfach darüber. Die Einkäufer, ja. Aua. Das dachte ich mir schon fast. Was muss denn, was für bessere Preise? Die Einkäufer auf 100%? Der Auslieferungsfahrer, was bringt mir der auf 100%? Ist der dann schneller? Weil ich sehe da irgendwie keinen so richtigen Sinn hinter, einen Auslieferungsfahrer auf 100% zu schulen. Und einen Logistiker genauso wenig. Was bringen mir die auf 100%? Weiß das einer? Wenn wir gerade dabei sind. Ach so. LKW. Was hat denn unser? Okay, der fährt gerade Transporter, das weiß ich so. Die faule Sau. Hier. Ja, 28, okay. Wäre schön, wenn das... Steht das auch irgendwo? Oder wie kriegt man sowas raus? Wahrscheinlich indem man versucht, den LKW fahren zu lassen und dann ploppt wahrscheinlich irgendwo eine Nachricht auf, ne? Oder steht das hier irgendwo? Angestellte. Auslieferungsfahrer. Ah, hier, okay. Ja, gut, die Hilfe sollte man sich auch mal durchlesen, ne? Oh, was ist denn da passiert? Warte ganz kurz. Okay, der Modbot ist ein bisschen... Der ist aber empfindlich, wa? Dude, auf deine Nachricht, ich hab LKW, die hat er gerade zurückgehalten wegen ethnischer Bedenken. Die musste ich gerade freigeben. Wahrscheinlich Jap für Japanisch oder so, oder Jap oder Japaner. Ja, Term Jap. Okay.
Da, der ist aber, also, was ist denn mit dem Modbot, Alter? Schon spät für den, wa? Der muss auch ins Bett. So, LKW, gerade nicht hingehört. Was magst du wissen? Ne, schon gut. Achso, ne, ja, jetzt kann ich ja selber gucken, was die hier bringen. Oh, okay, Personalleiter. Ich hab's gefunden. Man muss auch mal in die Hilfe gucken, ne? Ja, der ist echt frech, ne, der Modbot. Dabei ist er gar nicht so scharf eingestellt. Also, ihr habt hier viele Freiheiten tatsächlich, solange ihr euch nicht gegenseitig beleidigt. Und Links sind halt blockiert, ne? Also ihr könnt keine Links schicken. Außer ich gebe die frei. Ansonsten habt ihr eigentlich relativ viele Freiheiten. So, was bringt denn der... Gut, hier steht's nicht. Was bringt mir denn der Logistikmanager auf 100%? Das möchte ich jetzt wissen. Was bringt der mir? Einkäufer, Rabatte, ist klar. Anwalt, wie viele Kunden? Personalleiter. Mitarbeiterschulung. Programmieren, das ist mir auch klar, aber der Logistikmanager kann mehr Häuser anfahren. Echt? Ich dachte, das ist lagerhausabhängig. Also wenn ich meinen Logistikmanager... Ich kann aktuell zwei. Ich kann aktuell zwei anfahren mit dem, den ich hier habe. Und wenn ich den auf 100 mache, dann kann ich 16 Geschäfte anfahren oder was? Oh, wo sind die? Da. Der ist bei 44. Und damit kann ich 2 anfahren. Was ist denn, wenn ich den auf 100 bringe? Dann kann ich 8 für einen Stellplatz. Oh, warte, was? Aber mit LKW. Okay. Ah, okay. Und mit Transporter? Bleibt das bei 2? Also ich habe ja ein Lagerhaus mit nur einem Stellplatz. Wenn ich dann LKW reinstelle und den Logistikmanager auf 100% habe, kann ich damit 8 Dinger anfahren, oder was? Okay, mit dem Transporter 4. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Das heißt, ich müsste den Logistikmanager mal hochtrimmen. Oder mir einen zweiten suchen und den dann hoch gegen den austauschen und den Fussel dann rauswerfen. Boah, da muss man ja wissen, wenn das nirgendwo steht. Sag mal, dieses Fragezeichen, was hier mal ab und zu auftaucht, das ist ja jetzt auch nicht gerade oft hier. Würde ich mal behaupten. So, jetzt spielen wir noch ein bisschen und dann gehen wir mal wieder in die Heuer. 4 Stunden? Ja, nicht so lange. Komm, wir wollen ja zeitig ins Bett, ne? Perso-Manager macht das nebenbei. Ach so. Ach cool, also wenn wir einen Personalmanager haben, beziehungsweise Personalleiter, können wir unsere Leute schulen, obwohl die arbeiten. Okay, das ist cool. Das ist krass. Das finde ich gut. Brauche einen Personalmanager, aber ich muss erstmal 3000 Öcken Gewinn machen pro Tag. So. Wir schlafen aus bis 9:30. Auf Fragen. Warte. Margret! Margret hat sich. Ach, hier habe ich noch nie raufgeklickt. Ach, hier komme ich dahin. Ich mache das immer über Umwege, weil ich so schlau bin. Ich habe gar nicht so groß Monitor. Ich habe das Fragezeichen schon oft gesehen, aber ich ignoriere das immer. Ah, okay. Gut zu wissen. Ja, gut. So, Margret. Nee, warte, da nicht. Da. Margret, Kundendienst in der Fotoria. Wie arbeitest du denn? Margret. Okay, das ist nicht ganz so schlimm. Das kann man verkraften. Ist ja nur ein Tag. Da brauche ich auch nicht aushelfen. Vergesse ich eh bis 12 Uhr aufzuschlagen. Ich kenne mich ja. So, jetzt haben wir 5000. Wie sieht denn so unsere Bilanz aus? Mhm. Fotoria macht gut. Die süße Versuchung ist immer noch kacke. Da muss irgendwie mehr. Da muss mehr kommen. Ja gut, aber der Verkehrsindex ist auch scheiße, ne, bei dem Laden. Wenn wir ehrlich sind und nur 15 Kunden pro Stunde. Das ist nicht so geil. Oh, hier ist auch ein bisschen... Wieso? Was ist hier los? Warum? Keine Kunden? Was ist da los? Zeug haben wir genug? Sieht alles gut aus. So, warte mal, jetzt haben wir ja nächsten Tag, ne? Dann lass uns doch mal schnell gucken. Okay, gut. Also der liefert erst, wenn wir bei 6000 sind. Cool. Geringverdiener. Mach Marketing mit rein, das hilft.
Ja, ich bin Geringverdiener, entschuldige bitte. Ich sag, hallo, ich hab's gestern schon versaut, lass mich doch auch mal. Ich hab halt sehr viel Geld ausgegeben, damit wir jetzt hoffentlich sehr viel Geld machen können. Damit ich zumindest mal bis hier komme, damit ich nicht immer selber den ganzen Tag durch die Gegend fahren muss. Ja, aber Marketing ist so teuer. Das kostet 500 am Tag, Alter. Das ist voll scheiße. Und wenn wir jetzt nur so um die 1000 einnehmen und jetzt mache ich für beide Firmen Marketing, dann habe ich wieder kein Geld. Das will ich nicht. Ich bin schon froh, dass ich hier nichts mehr ausliefern muss jetzt. Macht sich bezahlt? Ja, weiß ich nicht. Habe ich bisher nicht so, habe ich nicht so gefühlt, dass sich das bezahlt macht. Weiß halt nicht, wie lange muss man das denn laufen lassen? So, das ist halt 80%. Das ist okay. Aber das Problem ist halt hier, der Verkehrsindex in dem Schuppen ist halt scheiße. Kann man den eigentlich auch irgendwie erhöhen? Nee, kann nicht verbessert werden. Werbematerial klein für 500. Ist das besser? Warte mal ganz kurz. Klein für 500. Wo ist denn die Firma? Hier. Ja, aber klein kostet ja 100 und nicht 500. Eine Marketingfirma fehlt mir. Ich habe nur die eine. Also müssen wir erstmal zu der anderen, ja? Warte. Marketing. Oh Gott, lass mich mal was auswählen. Hier, das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Und das weg. Marketing. Da war ich. Ach, hier ist noch eine. Wie viel gibt es denn davon? Welche muss ich denn nehmen? Ach, okay, es gibt zwei. Ich habe es dauerhaft laufen, in jedem Laden und teilweise fast 10.000 Werbekosten am Tag für einen Laden. Ja, ihr habt ja auch alle mehr Geld als ich. Wo soll ich mich? Wir sind schon 500 zu viel. So, ich fahre jetzt dahin. Mal gucken, ob das was bringt. Immer anlassen, das rechnet sich. Habe ich bisher nicht das Gefühl gehabt, ganz ehrlich. Aber die bringt dann jetzt mehr, oder was? Aber dafür ist die Werbekampagne klein, 500. Investieren oder pleite gehen? Ja, ich habe ja investiert wie Sau, deswegen habe ich ja kein Geld. Was soll ich dann machen? Ich habe gestern auch investiert wie Sau und bin pleite gegangen. Also, bei mir, du sagst investieren oder pleite gehen und bei mir war es halt investieren und pleite gehen. Das machen wir erstmal nach. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt Leute, die wussten nicht mal, dass man hier pleite gehen kann. Muss ich erstmal erklären. Steuer bezahlt. Ja, kannst meine Steuer auch bezahlen. Wenn ich dann immer irgendwann einen Steuerbescheid bekomme. Im Moment sieht es ja nicht so aus. Ach, hier kostet Parken wieder Geld. Ey. So, dann lass mich mal da rein. City Ads. Mal gucken, was die so bringen. Sharewush. So, dafür. Klein. Kostet 500. Und das soll ich nehmen und das bringt mich dann auf 100% oder was? Und bei dem anderen Schuppen? Weil, wenn wir nämlich... hilf mir mal bitte. Habe ich das jetzt ausgemacht hier? Ja. Wenn ich jetzt nämlich hier bei dem anderen... Das ist überhaupt nicht effektiv gewesen. Das ist nur 27%. Weil der braucht dann wahrscheinlich eine große Kampagne, oder? Ja gut, ist ein relativ großer Laden. Also nehme ich den. Und was muss ich dann bei meinem Burgerladen nehmen? Eine große Kampagne? Oder wäre halt schön, wenn man hier vorher sehen würde, wie effektiv das ist. Große oder was? Der Impact. Also einen großen. Große Werbetafel. Oh, 6.000. Na klar, ich kann es mir leisten. Ich habe ja 5.000 auf dem Konto. Mache ich halt 1.000 Minus am Tag. Ist mir doch egal. Ja. Nee. Nee, hör auf. Hör mir auf, du. Das ist ja viel zu viel. Was hat der?
Also soll ich jetzt hier zwei Werbekampagnen laufen lassen? Weil ihr sagtet doch gerade 100%, wenn ich den... Ach nee, hier, Marketing 100. Werbung aber nur 60. Ah, okay, ich sehe es gerade. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich hab hier gerade geguckt. Aber das ist ja der Gesamtwert vom Verkehrsindex, der echt unterirdisch scheiße ist, und vom Marketing. Entschuldigung. Zahlst du den einen Tag? Ja, deswegen habe ich den anderen jetzt gerade nicht aktiviert. Diese 6000. Das kann ich dann ja irgendwann mal machen mit dem Anruf. Sag mal, 500 kann ich hoffentlich verkraften. Wenn ich jetzt nächsten Tag pleite bin, dann seid ihr schuld, ne? Das ist euch klar. Dann habt ihr mich in den Ruin getrieben. Was lungert der denn hier rum? Was bist du für ein Penner? Hat die sich eingepisst? Sieht so nass aus hier. Ach, das bestimmt hier so eine, ne? Die ist hier ausgerutscht und jetzt verklagt die den Laden hier. Mit so einem Billo-Anwalt. Der einfach alles verklagt, was nicht bei 3 auf Bäume ist. Apropos Anwalt. Anwaltskanzlei müssen wir auch noch machen. Ich glaube, nach dem Personaler, ne? Ich glaube, ich habe so das Gefühl, ich brauche noch ungefähr 3 Jahre, bis ich ankomme. Erst ich. Nee, ich mache jetzt noch kein Kleidungsgeschäft. Kontenance, liebe Freunde. Ich will erstmal Geld verdienen, bevor ich Geld ausgebe. Ich würde gerne mal so langsam einen Kredit abbezahlen. Wenn es nicht zu viele Umstände macht. Warte, ich will das Fenster wegmachen. Klicken und fahren geht nicht. Hör auf, dich zu bewegen. So. Ich mach. Ich muss aber erstmal gucken, was ich brauche. Also erstmal brauche ich ja noch einen Einkäufer. Erstmal brauche ich nur einen Einkäufer. Der braucht dann auch wieder einen Schreibtisch. Ach, warte mal, vielleicht... Warte mal, wir haben, glaube ich, noch Einkäufer in der Hinterhand, ne? Ich müsste ja mal meine Nachrichten lesen. Hier. Logistikmanager, die lasse ich mal. Logistikmanager. Hier ist noch ein Einkäufer, 44. Sauberes Arbeitsumfeld. Ach, leck mich doch. Ah, muss da eigentlich auch einer putzen im Büro? Fällt mir gerade so ein. Kaffeemaschine? Hab ich? Also 44 Kaffee ist okay. 44 Besprechungstisch. Kannst mich am Arsch lecken, du Kaspar. Standardkühlschrank. Der wird gehen. Den Kühlschrank haben wir nämlich schon. Da müssen wir nicht extra Geld... Wobei, die Kaffeemaschine haben wir auch. Okay. Gut, ich habe nämlich im Büro noch keine Putzfrau. Aber dann würde ich den hier nehmen, oder? Als Einkäufer? Für ein Klamottengeschäft? Schreibtische kaufe ich nicht. Die kriegen so einen 0815 Standardtisch. Außer die verlangen einen richtigen Schreibtisch. Ja, und genau. Ich habe nur 5K, also... Ich habe den Kühlschrank. Den Kühlschrank habe ich schon, weil den wollte hier die andere Troller haben, die ich eingestellt habe. Nee, irgendein anderer. Ach nee, der Logistikmanager wollte den haben. Ja, dann nehme ich den. Dann brauchen wir Tische. Also einen Tisch, einen Stuhl und einen Computer. Und das reicht ja schon. Dann sitzen da schon mal 3 Leute. Und dann... Nee, scheiße, war schon richtig. War mir gerade uneins, wo ich hin will. Libby Bell hat jetzt... Ja, ist mir egal, was mit Libby Bell ist. Ich habe die gerade eingestellt. Die soll froh sein, dass sie überhaupt einen Job hat. Ist ja nicht umsonst arbeitslos, ne? Muss ich ja erstmal Zeug für die kaufen. Ja, wer ist jetzt auch... Also hätte ich jetzt auch so... Oder habe ich ja so entschieden. Macht ja Sinn. Wobei, den mit der Kaffeemaschine hätten wir auch nehmen können. Ich habe zufällig eine aus Versehen gekauft, die jetzt bei mir in der Wohnung steht, mit der man aber leider nichts machen kann. So, die kriegt jetzt auch so einen Standardtisch und so einen ollen Standardstuhl. Für billig Geld. Hier, den Scheiß. Kann ich nicht auch 2 Leute an einen Tisch setzen? Ah, geht bestimmt nicht, ne? Die wollen alle bestimmt einen eigenen Tisch haben. Weil an so einem Tisch können ja auch mehrere Leute sitzen. Und dann brauchen wir noch einen Computer. Irgendwo hier hinten war der. Da ist er. Da ist er ja. Computer. So, dann hat die schon mal ihren Arbeitsplatz.
Hast noch nicht versucht. Ja, okay. Ich versuche das jetzt mal auch nicht. Beim nächsten Mal. Weil sonst... Wir haben ja nur ein kleines Büro, sonst wird der Platz langsam ein bisschen eng. Die können sich auch einen Schreibtisch teilen. Ich meine, kann ja nicht so schlimm sein, oder? Wenn die sich mögen... Was macht der da? Wenn die sich mögen, why not? Ist ja nicht so... Ist ja dann nicht ganz so wild. Ich bin begeistert, dass mein Mikro immer noch hält. Batterie sind schon voll lange da drin, ne? Wobei, na gut, dafür musste ich ja gestern so oft wechseln, ne? Und ist so geil. So. Dann ins Büro.